Bei der Analyse von verschiedenen Bank-Quartalsberichten habe ich festgestellt, dass in den letzten Quartalen sich ein Trend gebildet hat, der an Geschwindigkeit aufnimmt. Nämlich die zinsfreien Bankeinlagen gehen stark zurück von hohem Niveau, aber dieser Fall ist so stark und so schnell wie praktisch nie zuvor in der Bankengeschichte. Zumindest habe ich sowas vorher noch nie gesehen. Es ist so eine Art Bankrun in Zeitlupe und darum geht es in diesem, ja, sehr kurzen Video. Hier sehen wir die Bank of America. Zwei bzw. drei Sachen, die vielleicht interessant sind. Wir sehen einerseits hier diese zinslosen Einlagen im Jahre 2016, 17, Ende 16, Anfang 17 waren sie relativ hoch und sind danach langsam gefallen. Und 2019, Ende 2019 waren sie relativ niedrig, dann in der Corona-Krise explodiert durch die verschiedenen Programme auch der Fed. Und jetzt sehen wir in den letzten Quartalen ein sehr starker Rückgang dieser zinslosen Bankeinlagen. Und das ist kein Einzelfall, deswegen wollte ich hier euch mal verschiedene große, typisch amerikanische Banken vorstellen. PNC, Truist, Fifth Third, alles sieht ähnlich aus. Es gab mal vorher einen leichten Abfall Richtung 2019 und dann dieser riesige Berg 2020, 2021 und jetzt ein starkes Fallen. Auch bei US Bancorp sehen wir praktisch das Gleiche und auch bei Wells Fargo. Alles ein bisschen unterschiedlich, aber doch im Großen sehen wir hier sehr ähnliche Bewegungen auch bei der Citigroup. Wie immer, das ist der Risikohinweis, bildet euch bitte eure eigene Meinung. Und herzlich willkommen bei Marks & Brothers, mein Name ist Philipp Marksen. Wenn wir jetzt also sehen, dass es diese Einlagen, die zinslosen Einlagen fallen, und zwar so stark fallen wie praktisch nie zuvor in so kurzer Zeit, dann kann das durch zwei Seiten ausgeglichen werden. Entweder bilanzsummenneutral oder bilanzsummenreduzierend. Und da möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Bilanzsummenneutral heißt, die Bilanzsumme, wenn die, sagen wir mal, 400 Millionen ist, dann bleibt sie 400 Millionen. Wenn jetzt die zinslosen Einlagen 200 Millionen waren und die verzinsten Einlagen 200 Millionen, also insgesamt 400 Millionen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es kein Eigenkapital gibt, einfach als Modell. Und wenn die zinslosen Einlagen jetzt um 100 Millionen zurückgehen und die verzinsten Einlagen um 100 Millionen steigen, dann bleibt die Bilanzsumme gleich. Nur natürlich die Passivseite ändert sich da etwas, die Zusammensetzung der Passivseite, nicht die Summe der Passivseite. Das kann also passieren. Oder Bilanzsummen reduzierend, das bedeutet, die zinslosen Einlagen gehen runter und auf der Aktivseite gehen die Cashbestände oder die praktisch cash-ähnlichen Bestände in der Bankbilanz runter. Die Bilanzsumme also von 400 Millionen fällt zum Beispiel auf 300 Millionen auf beiden Seiten der Bilanz, logischerweise, damit sich das ausgleicht. Was sind die Handlungsoptionen für die Banken? Ja, auf Passiv- und Aktivseite gleichzeitig. Die Cash-Reserven werden versucht, jetzt möglichst aufzubauen oder zu halten, weil man sieht ja, dass dieser Trend extrem rapide eben diese zinsfreien Einlagen runtergehen. Zweitens, man versucht vielleicht irgendwann die Kreditvergabe etwas zu drosseln. In den letzten Quartalen wurden durchaus noch Nettokredite vergeben, einiges an Krediten vergeben. Nur, wie lange trägt sich das, wenn eben auf der anderen Seite die zinslosen Einlagen zurückgehen? Drittens, die Kreditzinsen vielleicht etwas erhöhen, denn wenn man mehr Zinsen für Einlagen zahlen muss, dann macht es vielleicht auch Sinn, die Zinsen für die ausgegebenen Kredite zu erhöhen und eben mehr verzinste Einlagen einzuwerben, um das Ganze auszugleichen. Das alles führt natürlich zu einem gewissen Stress im Bankensystem. Das Bankensystem versucht aber natürlich dann diesen Stress weiterzugeben und es führt eben zu einer gedrosselten Nachfrage oder einem gedrosselten Angebot an Krediten und höheren Kreditzinsen. In der Zukunft, im ersten Quartal oder zweiten Quartal 2023, kann ich mir gut vorstellen, dass die Liquiditätssituation dann etwas kritischer wird und die Kreditvergabe dann etwas gedrosselt werden wird und es hö zu höheren Zinsen kommt. Nochmal, das schlägt sich dann massiv auf die Realwirtschaft durch. Ob es jetzt eine große Bankenkrise gibt, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht unbedingt dran. Aber wir haben hier eben diesen schmelzenden Eisberg der zinsfreien Einlagen, der dazu führen würde, dass die
Kreditkonditionen für die Unternehmen und Haushalte letztendlich sich deutlich verschlechtern. Und das wird eine Rezession, die vielleicht jetzt schon haben, nochmal deutlich verschärfen. Am 18. April stehen dazu noch Steuerzahlungen in den USA an. Und um jetzt nochmal zurückzukommen hier vorne, sehen wir ja, dass es von 2016 bis 2019 runterging, diese zinslosen Einlagen. Und was ist im September 2019 passiert? Ein riesiger kurzfristiger Crash an 2 Tagen sind, als es Steuernachzahlungen gab. Plötzlich alle Banken hatten keine Liquidität mehr und die Fed musste wieder anfangen mit einer Art Quantitative Easing, um hier gegenzusteuern. Ich sehe jetzt also, dass wir im ersten, zweiten Quartal nächsten Jahres in so einer Situation kommen könnten und insbesondere der 18. April könnte interessant sein, weil dort dann wichtige Steuerzahlungen in den USA akut werden. Mehr wie immer auf marksandbrothers.com, da auch einen ganzen Artikel über diese Thematik. Ich freue mich auf eure Kommentare und werde natürlich auch die Unternehmen, die ihr genannt habt, hier nach und nach angehen und darüber berichten. Danke für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.